Hallo, mein Name ist Adrian von Reef Factory und wir sind bei der Reef Miner. Das ist Thomas von Rhein-Main Riff Aquaristik und der stellt euch jetzt die Basepumps mit den Level-Sensoren vor. Hallo. Ein relativ neues Produkt von Reef Factory. Es gibt Rückförderpumpen zwischen 3000 und bis 13.000 Liter Leistung. Und das ganz Besondere an dieser Pumpe, und ich glaube, da gibt es keine zweite, ist, dass man die kombinieren kann mit den sogenannten Level-Sensoren. Die Level-Sensoren werden im Schacht angebracht. Viele von euch haben sicherlich Probleme, dass der Schacht immer mal gluckert, dass entweder zu viel Wasser in den Notüberlauf läuft oder dass der Wasserstand zu sehr absinkt. Und das kann man mit diesen Level-Sensoren verhindern. Das funktioniert so, dass wenn der Wasserstand am untersten Level-Sensor ankommt, dann kriegt die Pumpe einen Befehl, lauf 1% schneller über einen gewissen Zeitraum. Und dann füllt sich der Schacht wieder bis zum oberen Level-Sensor. Und wenn der erreicht ist, kriegt die Pumpe wieder gesagt, lauf 1% langsamer. Das heißt, dass der Wasserstand wird immer maximal zwischen diesen beiden Level-Sensoren sich bewegen. Und das Ganze wird über Aktionen miteinander verknüpft. Ich weiß nicht, wer die Reef Factory App kennt, der kennt das Thema Aktionen. Da werden die beiden verknüpft und regeln dann automatisch den Wasserstand und so gibt es kein Geplätscher mehr. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. 3000, 5000, 8000, 10.000, 13.000 ist die Leistung momentan, die man bekommen kann. Und ich habe einige schon verkauft von den Dingern. Die Kunden sind sehr zufrieden, muss ich sagen. Funktioniert. Alles klar. Danke. Danke, Thomas, für das Interview. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.